Salve Spectatoris und herzlich willkommen zu einer echt nicht richtig ätzenden Schlacht, die irgendwie die ganze Zeit schief geht. Das heißt, die Schlacht, der Flottenkampf geht schief, das ist einfach nur die größte Kritze seit sonst was. Das ist einfach nur nervig. So, ich greife die Kelten an. Und ja, würde ganz gern mit wenigen Verlusten durch die Gegend marschieren, aber irgendwie hat er das Spiel was dagegen. Naja, mal gucken, wie es diesmal läuft. So, und diesmal kloppt ihr bitte hier alle direkt mal auf die drauf und ihr geht mal alle auf Feuerpfeile und ihr geht auch alle mal auf Feuerpfeile und ihr kloppt mal bitte alle irgendwie anders drauf. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ich weiß. Wir gehen mal zu ihm. Stolze Römer! Zu euren Diensten! Irgendwie ist die Skorpion-Tiere so ziemlich die Scheiße hoch 10, weil die hat irgendwie nur die Reichweite von den Mewes. Das ist einfach nur behindert. Muss man so auszudrücken. Artillerie schütte bereit! Eine gute Brise und einen schönen Tag. Nein, aber stimmt gar nicht. Du schießt doch noch was. Feuer, ihr Seefelder! So, dann macht dieses seltsame Geräusch. Warum ziehst du die ganze Zeit nach rechts, du Idiot? Schossen. So, die wollen auch was von uns. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Eines unserer Schiffe wird geentert! Ich hab's befürchtet. Nicht schnell genug weggekommen. Aber egal. Dann fokussen wir auf die hier. Ja, mein Wert geändert. So. Das ist der hier. Ja, gut. Dann klopfen wir halt auf den hier ein. Und du rammst mir mal verbunden mit dem hier die hier weg und. Wir rammen jetzt einfach mal alles. Eines unserer Schiffe wird geentert. Nein, wird's nicht. Ja, jetzt hat hier sowieso keine Sau. Würdet ihr bitte mal die hier rammen? Wo wollt ihr denn hin? Oh Gott. Unser General wird angegriffen. Viele Mandatatua! Unterstützungsschiffe, bereit! Ich erwarte eure Befehle. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Kampfschiffe, bereit! Schiffe, Mann! An die Ruder! Feuerkram, bereit! Angriff für Rom! Setz sie in Brand! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich wollte sie auch einfach mal rammen. Ich, oh Gott. Ja, okay. Ich gebe es ja zu. Steuerung ist ein bisschen, hä? Aber trotzdem. Irgendwo so ein bisschen, weißt du? Es war ja klar, dass wir vor allem unsere eigenen treffen. Wir fallen viel schneller 100% Feuerschaden machen, als bei dem, den wir schon die ganze Zeit beschießen. Aber scheißegal, der hat jetzt auch 100% Feuerschaden. Ja, immerhin. Unterstützungsschiffe, bereit! Schiffe, bereit!
Der feindliche General ist tot. Kommandant! Legt euch ein Zeug! Kampfschiffe, einsatzbereit! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das wundert mich jetzt nicht. Unsere Geschosse erwarten eure Befehle! Ausrufen! Stolze Römer! Unterstützungsschiffe bereit! Andere Option, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich die hier anzünde. Dass das dann mit angezündet wird. Das könnte ja noch sein. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Ich erwarte eure Befehle! Anwärts! Bruder, nein! Ach so, ist er noch lange nicht 100%. Ach, jetzt geht doch da mal hin, um Gottes Willen! Kommandant, geht hier auf! Söhne des Machts! Angriff! Gott, hier! Wer fickt den? Angriff! Führung! Geh da hin und ramme ihn! Ausrücken! Danke. Ausrücken! Befehle! Mars, helfe uns! Ausrücken! Bruder, was um Gottes Willen tut der? Erstücke sie! Schiffe bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Lasst sie euren Stahl schmecken! Keine Unsere Ahnung, Männer da fliehen passiert. Vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Und bereit! Bruder ins Befehle, Wasser! Sieg, bereit, willig und fähig! Ja, fähig stelle ich jetzt mal in Abrede. Aber okay, ich bin auch gerade so ein bisschen doof. Anscheinend. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das hat auch wunderbar geklappt, die abzuschießen, aber irgendwie sind die immer noch da. Jetzt nicht mehr. Ruder ins Wasser! Also wieso auch immer die abgehauen sind, so viel Schaden gerade gekriegt haben, aber egal. Hammers! Das ist ein Nahkampf. Wieso bist du im Nahkampf? Kampfschiffe bereit! Feuerkraft bereit! Ich wundere ja langsam gar nichts mehr. Mach Platz! Feldartillerie bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Jetzt kommen sie alle! Okay, so weiter im Text. Das haben wir natürlich ab. Ganz doof sind sie ja auch nicht. Und auch in allen anderen Feuern. Aufrücken! Wieso bist du im Nahkampf? Wodurch denn? Nachtplatz! Ich raff's nicht. So, einmal eindrehen bitte und einmal schießen. Das darf auch gerne ein bisschen ungenau sein, weil wir jetzt einfach nur hier in die Masse rein. Das ist ziemlich stumpf, funktioniert aber hervorragend. Normalerweise. Doch vorrücken.
erwartet eure Befehle. An die Ruder. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Welche versteckten Einheiten? Ach stimmt, die sind versteckt. Gott, wer, die werden aber auf eine weite Distanz aufgelegt. Ja, okay, das ist einfach das Einfall. Egal. Ich bin ungnädig heute. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Antreiben ist für Feinde, um die zu... Das gibt so Sinn nicht. Berittene Geschosskrieger! Schnell, nachladen! Wir da! Angefangen und ich kann A weder nicht reden, noch ich kann weder nicht reden, ich kann nicht reden, so weder denken, noch reden, noch sonst irgendwas. Infanterie! Läuft ja super. Extraordinari! Ganz normale Schilde, da sind ja so griechische Blindenschilde oder so gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Das sind geschuckte Stücke und ansonsten haben sie ganz normale Fußmatze. Griechische oder italische in dem Fall. Also das ist italischer, das ist griechischer. Was aus? Kettenhemd, Schild, wie wir sie kennen. Prinzipes. Ja, okay, ich glaube, nichts mehr. So. Mauerkrone. Errungenschaft freigeschaltet. Es wundert mich jetzt, dass ich hier eine Errungenschaft freigeschaltet habe. Vor allem die Landschlacht war sowas von basic. Ich hätte zuerst die Landschlacht schlagen sollen und dann die Seeschlacht, aber es hätte nicht funktioniert. Wenn ich mich auf die Landschlacht konzentriert hätte, hätte mich die Flotte wahrscheinlich platt gemacht. Das bringt 5000, ich bin nicht mit, ich bin sauer. Ich bin sauer und ungnädig. Zivil, landwirtschaftlich oder Marktstadt? Ich nehme zivil. Eine Werft. Handelshafen. Oh, warte mal, das ist doch mein Brückenkopf.
Das wird doch mal Brückenkopf. Da machen wir Doxin oder Trockendoxin. Da machen wir Trockendoxin erstmal. Holzarbeiter, na, brauche ich auch nicht. Schrein der Ipona. Vulkanus habe ich auch ziemlich selten drin, aber naja. Wohlstand durch Seehandel. Hier wird es nicht so viel Seehandel geben, aber na gut. Gehen wir vom Tempel der Minerva rein. Ich meine, unsere Forschungsrate hier ist ja nicht OP. Unsere Forschungsrate ist OP. Eindeutig. So, wirklich viele neue Söldner gibt es hier nicht. Die habe ich hier so ein bisschen verbraten. Dafür habe ich meine gallischen Söldner noch. Na super. Dann nehme ich auch noch mehr gallische Söldner rein, weil wir haben ja was verbraten. Motivieren und sammeln. Kannst du motivieren. Minus 2 Korruption. Ja, her mit dem Scheiß. Immer her mit dem Scheiß. Alles, was Korruption reduziert, ist unser Freund. So, jetzt müssen wir gucken. Einmal hier hin. Und hier hatten wir jetzt potenziell tatsächlich sogar noch eine Schlacht, weil ich jetzt einfach nur komplett wahnsinnig sein wollte. So, Krieg erklären, das machen wir ohne Beistand. Ja. Ich greif die jetzt an. Stumpf. Die haben halt... die haben sogar noch Steppenballiste? Dein Ernst? Okay, jetzt würde es mich echt interessieren, wie die Steppenvölker Ballisten herkriegen, aber okay. Sollen sie doch. So. Das wird jetzt sehr, sehr witzig, weil die haben die sarmatischen Kavalleristen, sie haben fucking viele Adelsbogenschützen, sie haben Adelslandreiter. Noch mehr von dem Zeug und noch viel mehr von dem Zeug. Das heißt, wir kämpfen im Endeffekt gegen die Pater. Moment. Das spielt mir tatsächlich eigentlich gerade sogar in die Hände. Also trocken wäre zwar auch gut, weil ich habe auch jetzt relativ viele Geschosseinheiten. Einziges Problem, er halt auch und er hat Kaff. Und er hat Artillerie. Ich nicht. Weißt du was, wir kämpfen mal über Nebel. So, die kommen. Ich find's gut, dass ich sie dann trotzdem sehe. Vor allem ich, weil ich der Angreifer bin. Das ist irgendwie so ein bisschen behindert. Hä, hey, waren die nicht gerade die Amazoninnen? Ah, die sind hier. Okay, das war irgendwie ein bisschen daneben. So. Jetzt wollte ich gerade mal nachgucken, ob die auch Rüstungen haben. Nee, die haben keine Rüstungen. Bei der einen Einheit, die ich hatte, haben die tatsächlich Rüstungen gehabt. Ach, das kann natürlich sein, weil ich den Rüstungen mir gekauft habe. Das wird tatsächlich relativ cool, wenn es tatsächlich so angepasst werden würde. Ich glaube fast, das ist ja nicht der Fall. Hier haben wir Sarmaten und noch mehr Sarmaten und noch mehr Sarmaten und Steppenbogenschützen. Bogenschützen, 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 Bogenschützen. Das sind gepanzerte Bogenschützen. Na klasse. Das wird witzig. Elites! Ja, ich rück in einem Pulk an. Ich bin nur nicht bescheuert und mache einen Flankenmanöver. Ja, wenn ich ein Flankmanöver mache, dann bin ich am Arsch, weil dann werde ich von ihrer verdammten Plänkelkavallerie einfach nur weggefegt.
Da habe ich keinen Bock drauf. Unverwundet ihre Kavallerie, weil ihre Kavallerie ist ein Ticken besser als meine. Deswegen lassen wir das doch besser sein. Wir postieren uns so und stellen uns dann einfach nur stumpf in die Testtruhe. Gut, also ein Beinbruch. General! Wir mahnen den großen Männer mit ein oder zwei Ausnahmen. Erstens sind ihre Frauen tief enttäuscht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Was ist jetzt? Jetzt habe ich die Rede unterbrochen. Aber irgendwas war mit den germanischen Frauen und großen Männern bei denen. Aber nicht alle. Das hätte jetzt noch lustig werden können. Eure Befehle? Gruppiert und bereit für euren Befehl! Rüstung, Kavallerie! General! Kavallerie! Gut! Befehle in Routenformation! Bereit zum Einsatz! Vorwärts! Bogenschützen! Speerträger! Ich hab auch Bogenschützen da. Die sind im... LOL. Das war jetzt... Das muss ich jetzt fairerweise sagen. Das war jetzt hier aber fucking unerwartet hoch 10.000. Woher soll ich das denn jetzt bitte ahnen? Dass die feindliche Unterstützung von da kommt. Wenn ich frontal auf die zulaufe, auf deren Stadt. Okay, Hinterhaltmanöver for the win, ja. Das ist ja mal richtig optimal, nicht? Jetzt muss unsere Kavallerie das hinkriegen. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Geh doch mal dahin. Schneller, 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 schneller. Gott, seid ihr schlapp. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Speerträger! Speerträger! Punkt A, woher kommen die jetzt schon wieder her? Punkt B, was machen die da? Und Punkt C, wie kriegst du sie da wieder weg? Ja, es hat ordentlich gezogen, die Aktion von der KI jetzt, das muss man schon sagen. Die Flieger holen du! Linkler, Kavallerie! Martago! Erwischt! Boden! Ja! Backboop! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Mark!
Warum ist Verrecken ist die immer noch da? Warum ist Verrecken greift ihr die nicht an? Geh doch. Mit geschossen, bewaffnete Reiter. Blinkler, Kavallerie. Okay, das war jetzt Hardcore, nur warte, dass sie da stehen bleiben. Kavallerie. Blinkler, Kavallerie. Verdunkelt den Himmel. Feuert auf die Platte. Ja. Schnelles Maschine. Gottverdammtes Blinkelgewicht. Jetzt die Frage, machen die mit und kommen wieder her oder lassen die das? Nee, ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Das hält mich aber auch nicht auf. Alle Mann hierhin latschen, bitte. Dann sollten wir tatsächlich sogar genügend Feuerreichweite haben. Sind wir schneller oder sind wir nicht schneller? Da steht es irgendwo. Jetzt sind die am Auf. Ne, die latschen da hin. Das ist egal. Dann hätten wir das. Gut. Dann macht ihr euch auf den Weg hier lang. Dann lasse ich hier meine Kavalleriefront. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja. Yeah. Sehe ich deine Steppenballiste? Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben Befehle, mein Herr. Blinkler, Kavallerie. Feuert auf den Feind. Wir warten auf einen Befehl. Rücken vor. Die Reiter sind bereit. Kavallerie. Die Krieger wurden zu. Ich sehe hier nichts. Scheiße. So, hier durchstürmen, bitte. Vielleicht. Kommandant, zu eurem Dienst. Wir hungern nach Blut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schlechtes Spiel. Werden jetzt? Okay, ja, stimmt. Relativ wenig Bock im Moment. Natürlich kommen jetzt hier die gesamte versammelte Mannschaft von ihnen hinterher. So, die will ich jetzt mal aufreiben. Und
dann versuche ich mal aus diesem verdammten Kavalleriegefecht hier zurückzuziehen. So, und auf jeden Fall stumpf hier. Wo ist denn nochmal alles hier in der verdammten... Geh mal da raus. So, mal dahin. Gott. Aber der Kampf im Wald war jetzt ein bisschen ekelhaft. Die gepanzerten Stämme konzentrieren. So, bitte mal aufs freie Feld. Da habe ich nämlich einen Überblick, was hier passiert. Ja, nicht direkt drauf zu rennen, bitte. Danke. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Großer General. Geh mal dem auf den Geist. Sie jetzt ernsthaft auch noch schneller? Unser General ist gefallen! Was? Ja, nee, ist klar! Alter, Moment. Halten wir fest, ich mag keine Plänkelgefechte und auch keine Flottenkämpfe in Rome 2. Jedenfalls nicht, wenn die Flottenkämpfe irgendwie so ein bisschen so aus dem Ruder laufen. Nein, es war irgendwie... Ich find's ja geil, wie viel Gold da aufgewogen wird und wie viel Blei. Weil einfach nur das Blei ist schwer, ist aber weniger an Masse, weil es viele Goldmünzen sind und Gold ist schwerer als Blei. Müssen denn auch irgendwas beigemischt haben, wahrscheinlich Eisen oder so oder Kupfer. Die Römer, ne? Außerdem haben die wahrscheinlich mehr Gold gehabt als so viel. Ja, okay, der wäre jetzt nicht gar so schlimm gewesen, hätten wir den verloren, aber... Ist so ein bisschen nervig. Machen wir den Spaß nochmal. Ich hab's halt einfach nur fucking ungern, sowas. Also das war jetzt echt einfach nur so... Ja, ne, so unter den ersten zwei Männern schon wieder, die fallen, ist natürlich der verdammte General. Ist irgendwie klasse, dann kämpfen wir jetzt halt bei Trockenheit. Okay. Nebel war irgendwie stylischer. So... Machen aber dasselbe Spiel ich natürlich nochmal. Diesmal wissen wir aber, dass die KI von da kommt. Deswegen machen wir Folgendes. Wäre nicht komplett behindert. Jetzt, wo ich das weiß. Ey, da habe ich auch nicht mit rechnen können. Woher denn? Warum sollen die scheiß KI von da kommen? Ihre Verstärkung jedenfalls. Das war einfach so. Ich dachte ja zuerst irgendwie von da hat sich irgendjemand da durchgeschmuggelt. Aber dann kam so. Moment, noch General. Moment, das noch. Moment. Hä? Also, ich hab's immer noch nicht, warum die von da kamen, aber okay. Dann kamen die halt von da. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So, jetzt sind wir bereit. Ich will nicht mit falscher Bescheidenheit sprechen. Ihr kennt meine Qualitäten. Ihr wisst, dass ich Schlachten gewinne. Unter meinem Kommando stehen mutige... Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und ich bin mir unseres Sieges heute sicher. Befolgt eure Befehle und alles wird gut werden. Ist doch eine gute Rede. Da ist die feindliche Unterstützung. Warte mal, Pause. Organisieren... Mal von direkt hinter mir.
Okay. Dann latschen wir da hin. Langsam super, wenn hier die Leute mal so einen Satz kennen. So, fängt gleich mal auf. Geht mal los. Yay, jetzt ging er fix. Der wurde wahrscheinlich von seinen eigenen Leuten angeschossen oder so. So, solange wir noch da sind, kümmern wir uns um die hier. Zingeln. Und dann mal drauf. Gut. Dann hätten wir das. Hier der ganze Spaß auch ein bisschen schneller. Die sind halt echt krass. Die Briten Adelsbogenschützen, muss man schon mal sagen. Die haben gute Nahkampfwerte. Die sind besser im Nahkampf als meine verdammten Auxiliarkavalleristen im Hammer- und Fernkampf. Ja, die sind ja voll imbar. Okay, das haben wir.
daraus machen wir jetzt eine Kavalleriefront. So, der hat seine Leibwache. Dann haben wir das hier. What the fuck machst du denn? Achso, den habe ich dir geschenkt. Einmal Kommando zurück, oder so. Aber bitte nicht so krass schief. Okay, ordnen ist das Überleben. Dann heißt das, wir machen das jetzt so. So, da kommen die einen Dudes hin, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Das heißt, wir können einfach nur die gesamte Front hier aus Spieren bilden. Ich wollte gerade fragen, wo mein vierter Prinzip ist. Da hin ist er hin. Dann, ups, da hat hier einmal alle Plinkler. Elites, gruppiert und bereit. Die mal bitte alle hier hin und danach alle Bogenschützen. Und die dann bitte alle hier hin. Gut, und jetzt schneller Vorlauf. So, und die Kavallerie ist soweit in Ordnung. Hier nochmal gruppieren. Dann, wo haben sie denn diesmal ihre Steppenballiste hin? Da, sehen wir anderen. Feuert die eigentlich schon? Ne, die ist nur in Bewegung. Das heißt, wir gehen da hin. Passen diesmal aber auf unseren General auf und schicken den nicht mit rein. Sondern initiieren jetzt das nächste Plänkelgefecht. Lassen wir die mal langsam latschen. Okay, wir lassen sie schnell latschen. Ja, nee, ist klar, wie viel die scheiß Balliste wegkillt. So, mal wieder aufteilen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Verstanden! Die Krieger wollen Blut! Vorwärts! Da kommen die Lanzenträger, die will ich da nicht haben. Da kommen noch viel mehr Lanzenträger, na super. Das ist irgendwie so nicht das, was ich mir da vorgestellt hatte, aber mal so gar nicht. Habe ich irgendwas verwechselt? Na gut. Iari! Aber ich hab doch... General! Dann ist... Priari! Die Männer wanken! Ups, ich dachte... Moment, ich dachte, ich hätte gerade auf Pause gedrückt. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durch.
Also Punkt A, die werden weggeschossen und killen gar nichts. Okay. Und hier, wie schaut's hier aus? Der hier auch. Oh Gott, ich hab keinen Bock mehr auf den Schiff. Irgendwie läuft der Tag heute behindert. Da ist auch verfickt viel scheiß beknackte Dreck. Da ist ziemlich viel Scheiße am Dampfen. So, jetzt muss ich mir noch irgendwie was überlegen, warum zur Hölle der gesamte Dreck hier überhaupt nicht so will, wie ich das jetzt will. Hat es irgendwie die Gruppe nicht gesperrt gehabt oder so? Oder was ist jetzt los? Egal. Geh einmal hier hin. Wo ist denn da hin? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, um unseren General zu retten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warum seid ihr da hinten? Warum seid ihr so dreckslangsam? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ah, die Scheiße. Ja, Kavallerie. Das wird so ein bisschen sehr frittiert. Kavallerie! Geschosse bereit! Kavallerie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Lol. Wir töten sie alle! Lenkler, kommen in die! Der feindliche General ist tot. Ja, geht doch. So, alle Mann. Ja, ihr könnt auch schneller latschen. Okay, die fliehen alle. Das heißt, ich kann das hier alles mal retten. Und hier hinstellen. Gut. Dann bleibt die Frage, was zur Hölle hier schon wieder los ist. Vorstürmen. Wir stürmen jetzt stumpf. Das scheint hier irgendwie dann doch zu funktionieren. Warum zur Hölle leidest du so unglaublich? Zieh ich mal hier hinter zurück. Besser gesagt, hier hinter.
kann einfach nur hoffen, dass denen irgendwann die Munition ausgeht. Die fliehen, okay. Schuss ein bisschen aufrechter. Ruhm ist unser aller Mutter! Astati! Es kommt das gesamte Gesocks hier wieder zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wer? Die, warum fliehen die jetzt? Sie haben keinen Beschuss mehr gehabt. Ups. Komm mal zurück. Was steht hier so dumm rum? Mutige Römer bis zum letzten Mann. Da kommt Truppe. Erwartet Befehle. Stolze Römer. Da kommt die Infanterie. Ich hab gesagt, jagt sie, dann jagt sie. Söhne des Machts. Yari. Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, den kann ich jetzt auch nicht verdenken, obwohl ich dir gesagt habe, sie sollen da abhauen. Die habe ich komplett vergessen. Elites! Löst euch! Diabi! Bogenschütze! Probe! Kommen! Elites! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ihr seid doch längst in Reichweite! Achso! Deswegen. Das war aber nicht der, auf den ich euch geschickt habe. Nur so. Aber unsere ja. Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Söhne des Marks. Bereit zum Einsatz. Rückzug. Keine Ahnung, was meine scheiß Infanterie hier macht, aber irgendwie verkackt sie es ordentlich. Speerträger werden im Nahkampf vernichtet. Speerkämpfer bereit! Astati! Infanterie! Sieg Domine! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ein Scheiß. Gott, greif doch mal an! Das ist unfassbar, die stehen da oben rum und lassen sich abschlachten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Diabi! Da kommt Truppen! Erwartet Befehle! Elites! Abfeuert auf den Feind! Stolze Römer! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Rückt vor! Obig rückt vor! Nimm mal, wie viel Munition haben die denn eigentlich? Ich kann die hier auch nicht reinschicken, die gehen auch direkt drauf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Prinzipas! Bogenschütze! Bogenschütze!
Elites! Jetzt! Da kommt Infanterie! Bereit! Zurück! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ja, ich kann sie nicht verdecken, so wie die zusammengeschossen werden. Infanterie! Was macht der denn da hin? Was macht er? Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Bogenschützen! Mach die einfach bitte weg! Feuer auf den Ball! Da kommt sie! In Schildkröte-Formation zum Angriff! Ich erwarte eure Befehle! Yari! Da kommt sie! Mutige Römer bis zum letzten Mann! Die Speerkämpfer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht! Ich meine, die Kavallerie hier, die letzte noch viel früher einsetzen sollen. Um die da vielleicht ein bisschen zu treiben, aber na gut. Ja, ist nicht klar. Infanterie! Mir nach! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Unser General ist gefallen. Och komm, ich hasse die Schlacht. Das ist doch echt... Verdammte Drecksparter. Ich habe auch keinen Bock mehr auf den Tag. Ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Ich bin einfach nur sauer. So. Fick dich. Ich mache das im Off. Fick mich. Ja, die scheiß Drecksadelsbogenschützen sind auch schon wirklich... Das Problem ist, die haben derartig viel Kavallerie und auch Geschosskavallerie, dass ich die halt kaum down kriege. Jedenfalls nicht in der massierten Armee, also das ist so das Problem. Allen, weil deren Fernkampfkavallerie sich auch zu großen Teilen im Nahkampf extrem gut schlägt. Ich meine, die sind besser als meine Auxiliarkavalleristen. Ja, als Bogenschützen, die gepanzert hätten, das ist so. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht zeige ich ja dann noch die Wiederholung, aber erst jetzt erstmal Ave und ich schäme mich und wir machen das im Off.